Ich habe heute so richtig Bock drauf, eine weibliche Version von Frankenstein zu schminken. Aber erstes will ich dafür meine Augenbrauen abdenken und ich dachte mir, ich mache heute mal ein kleines Tutorial dazu, wie ich das immer mache. Dazu momentan immer diesen lila Leim hier von Elmos. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich mache den mir jetzt erstmal ordentlich auf die Augenbrauen auf und wische da richtig in allen Richtungen drüber, damit der Leim richtig in den Härchen drin ist. Direkt danach nehme ich mir hier so ein Augenbrauenbürstchen und kämme die mir hier straight nach oben. Nachdem ich das Ganze eine Minute trocknen lassen habe, trage ich jetzt noch eine Schicht Leim auf und das mache ich dann so ungefähr zwei, dreimal. Da ich heute mit Facepaint arbeite, brauche ich keinen Color Corrector und auch keinen Concealer, sondern ich pudere die jetzt einfach nur mit so einem durchsichtigen Puder ab, damit hier nichts mehr klebt. Ich habe mir auf Camera jetzt schon mal so ungefähr aufskizziert, wo ich welche Farbfläche haben möchte. Die anderen Farbflächen werden jetzt passend zu meiner Perücke so richtig schön neongelb. So, ich kann jetzt endlich mal anfangen zu schattieren. Ich habe ewig gebraucht, um diese beiden gelben Flächen richtig gelb zu bekommen. Ich hoffe ja wirklich, dass das hier alles am Ende noch irgendwie zusammenfindet, weil bis jetzt bin ich nicht so wirklich begeistert, muss ich sagen. Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil damit seht ihr mal, dass nicht immer alles sofort gut läuft und manchmal auch gar nicht gut läuft. Hier haben wir den fertigen Make-up-Look. Jetzt, wo ich ihn fertig sehe, muss ich sagen, finde ich ihn schon ziemlich nice. Ich glaube, die Lashes und das Ganze drumherum haben ihn sehr gerettet. Ich gebe dem Look so eine 7 oder 8 von 10. Schreibt aber gerne mal euer Rating in die Kommentare und wie ihr das fertige Ergebnis findet.